Meine Werder Balkonfahne, die wird natürlich auch in der kommenden Saison für uns gehen. Und damit begrüße ich euch erstmal ganz herzlich. Und ja, ich habe auch gesagt, ich werde mich mal so zwischendurch mal wieder bei euch melden. Und ich wollte euch einfach mal ganz liebe Grüße schicken, ganz liebe sonnige Grüße. Habe auch einen Gruß, den ich ausrichten soll, nämlich Kuss geht Lorat, grüßt alle Opfer von Manchester. Und er ist auch der Meinung, wir sollten alle Blumen und Kränze dalassen und Kerzen für sie anzünden. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, was hat sich jetzt zuletzt getan? Allerdings nichts mit Werder-Beteiligung, hat sich doch so einiges gemacht zurzeit in Sachen Relegation. Ja, aber auch leider auch nicht immer ausschließlich auf der sportlichen Seite. Ja, die Radkappen haben es ja leider geschafft. Was gestern in München passiert ist, ich kann nur sagen, das schockiert mich maßlos und das macht mich auch richtig sprachlos. Ich kann nur sagen, solche Volldeppen, wer sowas als Anhang hat, der hat auch keine Lizenz verdient. Und der Abstieg, das ist noch viel zu gut. Ich hoffe sehr, dass die Münchner dadurch auch keine Lizenz für die dritte Liga bekommen. Ja, was aber allerdings auch so gewesen ist in Braunschweig, auch da kann ich nur sagen, Leute, wenn die Polizei aufmarschieren muss, das sind für mich keine Fans, das sind für mich einfach nur Deppen. Gut, dass wir das in Bremen nicht nötig haben. Aber lasst euch davon die Laune nicht vermiesen. Wie schon gesagt, ich wollte euch einfach nur mal ganz herzlich grüßen. Hier von meinem Balkon mit der Werder-Fahne, mit der Werder-Balkonfahne. Ja. Und wünsche euch noch ein paar schöne Sonnentage. Alles klar, bis die Tage dann. Und ich melde mich dann wieder, wenn es was zu melden gibt. Zum Beispiel Vollzug bei Davy Selke. Also Frank Baumann bastelt ja fleißig am nächsten Kader. Also, bis dann. Ciao.